Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns die Neuzugänge aus dem Mai an und es sind 15 Bücher geworden. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht entgegenstellen, wie viele ich gelesen habe. Aktuell liege ich noch ein bisschen darunter. Also ob das Vorhaben klappt, kann ich noch nicht sagen, weil ich jetzt auch noch 2, 3 Tage in diesem Monat habe und vielleicht ja tatsächlich noch 1, 2 Bücher lese. Und dann, ja, das erfahrt ihr dann aber auf jeden Fall im Büchermonat. Es sind 8 haptische Bücher eingezogen, 2 E-Books, 5 Hörbücher und ein Buch, was nicht auf dem Sub gelandet ist, möchte ich euch auch zeigen. Das 50-50, was zumindest haptisch und digital angeht, habe ich ja ganz gut erreicht bei 15 Büchern. Natürlich ein bisschen schwierig, aber ich glaube, dass es diesmal schon wieder ein bisschen besser ist als noch in den letzten Monaten. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei, da verlinke ich dann auch Informationen zu den Büchern. Ich kennzeichne auch, was ist ein Rezensionsexemplar, soll ich das so im Erzählen hier, im Redefluss sozusagen, nicht hinbekommen. Und das Schöne tatsächlich an nur 8 haptischen Büchern war, dass die in diesem Monat gar nicht so viel Platz gebraucht haben. Das war ja, glaube ich, in den letzten 2 Monaten immer so ein bisschen, dass ich dachte, oh, hier, die Bücher muss ich irgendwie verräumen und dann ja Zwischenclips gemacht habe. Das haben wir nicht. Das heißt, wir switchen jetzt mal durch die 15 neuen Bücher. Und ich bin natürlich auch sehr neugierig, wie viele Bücher bei euch im Mai eingezogen sind und ob ihr mit der Anzahl, egal in welche Richtung, irgendwie zufrieden seid. Das erste Buch ist tatsächlich eigentlich noch ein Buch vom letzten April-Wochenende. Oder ich glaube, ja, es ist, glaube ich, noch danach irgendwie eingezogen. Aber da war der April für mich schon gelaufen. Und zwar 17 vergessene Pfoten und eine Handvoll Glück von Kim Hitzemann und Viola Faber. Und die Illustrationen sind von Melanie Melchior. Und es sind tierische Kurzgeschichten, die zugunsten vergessener Pfoten Stuttgart geschrieben wurden, herausgebracht wurden. Und ich kenne sowohl Kim Hitzemann, von ihr habe ich schon ein Buch gelesen, und auch die Illustrationen von Melanie Melchior haben mich hier sehr angesprochen. Und wir gucken einfach mal, ob wir eine schöne Grafik irgendwie sehen. Und wir haben hier 18 tierische Kurzgeschichten, die die kleinsten Helden auf die größten Abenteuer begleiten. Und wir haben zum Beispiel ein neugieriges Löwenmädchen, die ihren eigenen Weg findet. Wir haben Träume von Igelfohlen und Schildkröten. Und wir sollen auch alle so mutig sein wie die winzigste Hummel, die schönste Motte oder das außergewöhnlichste Huhn. Und verschiedene Autoren, Michaela Angel, Petra Bahr, Iris Genes, Sabrina Krängler und so weiter. Und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Die Autorinnen werden hinten auch nochmal vorgestellt in dieser Anthologie. Und wenn ich dieses Bild hier schon sehe, von Hummelherz. Richtig, richtig schön. Ist für mich definitiv ein Urlaubsbuch, einfach um sich wirklich so eine Geschichte nach der anderen wunderbar sozusagen zu lesen, zu entspannen. Es ist natürlich auch ein bisschen was für Kinder. Also es ist, glaube ich, theoretisch auch eher ein Kinderbuch. Und ich finde das richtig, richtig schön. Und ich freue mich auf dieses Büchlein und bin da schon sehr, sehr gespannt. Dann ist von Freya Samson als E-Book Menschen, die wir noch nicht kennen, eingezogen. Ein Buch, was mir schon bei den Neuerscheinungen so ein bisschen aufgefallen ist. Denn ich finde tatsächlich den Klappentext super spannend. Und ich habe von Freya Samson auch im letzten Jahr schon irgendwas mit der Bibliothek gelesen. Das fand ich nur so okay. Dennoch hat mich hier der Klappentext genug angesprochen, damit ich der Autorin da einfach nochmal eine zweite Chance gebe. Wir treffen auf Libby Nichols, die frisch getrennt und ziemlich durch den Wind nach London im Bus sitzt, um ihre Schwester zu besuchen. Dort trifft sie auf einen älteren Mann, mit dem sie recht schnell ins Gespräch kommt. Und er ist 1962 schon mit dem Bus gefahren in derselben Linie und hat eine junge Frau kennengelernt. Eine Frau, die ihn mit ihrem Mut und dem zu sich stehen beeindruckt hat. Und seitdem fährt er immer wieder mit diesem Bus, um dann eben auch diese Frau wiederzufinden. Und das ist ihm aber bisher nicht geglückt. Und gemeinsam jetzt mit ihm geht sie auf die Suche, denn er ist auch demenzkrank. Und sie möchte eben einfach zeigen, wie wichtig es ist, Chancen auf Glück nicht verstreichen zu lassen. Und das klingt nach so einer schönen, herzigen Geschichte. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unserem Glück nachjagen und daran auch einfach festhalten und auch die Momente des Glücks erkennen und auch in Kleinigkeiten das Glück sehen. Ja. Finde ich ganz, ganz wichtig. Dann ist etwas Fantasy bei mir eingezogen. Und zwar Rabenprinz von Margaret Rogerson habe ich über Tauschticket gefunden. Ist eine Empfehlung von irgendjemandem auf BookTube.
Auf jeden Fall eine Booktuberin, die davon geschwärmt hat und auch gesagt hat, es ist, glaube ich, auch ein Einzelband und dass das richtig, richtig toll war. Denn wir haben hier Isabel, die ist eine begabte Porträtmalerin, allerdings mit gefährlicher Kundschaft. Es kommt eben das unheimliche Volk der Elfen, unsterbliche Wesen, die nichts erschaffen können, ohne zu Staub zu verfallen. Doch als Isobel ihren ersten königlichen Kunden empfängt, Rook, dem Prinz des Herbstlandes, begeht sie einen fatalen Fehler. Sie malt den Schmerz in seinen Augen. Eine Schwäche, die für Rook einem Todesurteil gleichkommt. Um sein Leben zu retten, müssen Isobel und Rook lernen, einander zu vertrauen. Doch kann man einen Elfen trauen? Jetzt bin ich nicht der größte Fan von Elfengeschichten, aber ich hatte das Buch jetzt wirklich relativ lange auf der Wunschliste. Es ist auch immer wieder drauf geblieben, weil ich immer wieder diese Rezensionen gelesen habe, immer wieder mich daran erinnert habe, wie begeistert jemand irgendwie war. Und jetzt durfte es mit wenigen Tickets bei mir einziehen. Ich finde auch die Ausgabe richtig, richtig, richtig schön. Dann ist auch das neue Buch von Adriana Popescu bei mir eingezogen. Auch darauf freue ich mich jetzt im Juni. Und zwar Goldkehlchen, wenn das Leben voller Lieder ist. Und ich muss sagen, ich habe mir den Klappentext nur bedingt durchgelesen, denn ich lese alles von Adriana Popescu. Ich weiß, dass wir hier wieder in der schattigen Pinie sind, die ja auch schon in goldene Zeiten im Gepäck eine Rolle gespielt hat. Also wir sind hier in einem Altenheim und es geht um einen Chor in den Goldkehlchen und wir sind hier eben in einem idyllischen Stuttgarter Altenheim. Und wir sind in einem Altenheim. Ich glaube, dass Adriana Popescu dieses etwas ernstere Thema sehr tiefgründig, aber trotzdem mit ihrer Lockerheit bestückt. Und ich finde es ja so schön, dass sie sich hier auf die schattige Pinie zurück versetzt, sozusagen, die ja bei den Golden Girls eine Rolle gespielt hat. Und ich weiß, dass Adriana Popescu die Golden Girls genauso gerne geguckt hat und auch nach wie vor schaut, so wie ich. Und ich glaube, dass hier auch ganz viel so feiner Humor mit drin steckt und ich freue mich darauf. Also ich freue mich jetzt im Juni, das zu lesen. Irgendwie, ja, habe ich im Mai nicht so richtig die Stimmung dafür gehabt oder es kamen immer irgendwie andere Bücher dazwischen. Und ich habe mir das Buch von einem Geburtstagsgutschein noch geholt, worüber ich mich dann auch sehr, sehr gefreut habe. Dann eine Hörbuchempfehlung von der lieben Becky. Alles, was ich in dir sehe von Kira Kroh, ist der Auftakt einer Trilogie, wird gesprochen von Caroline Sophie Göbel. Und Becky hat im Hangout so davon geschwärmt. Und ich weiß, dass ich im Urlaub auf jeden Fall im Juni, also ich habe 2 Wochen im Juni, eine im Juli, also 3 Wochen aneinander. Und ich weiß, dass ich da auf jeden Fall mal Lust habe auf etwas Leichtes, auf etwas Schönes, auf etwas einfach so ein bisschen zum Wegträumen. Und ich habe hier das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall finden werde. Ja, wir sind hier in einem Luxusurlaub im Portugal und das soll wohl dann auch das perfekte Geschenk sein für zum Abi, aber es ist eben auch eigentlich nicht für Anna so das Richtige. Sie möchte lieber auf einer Hundefarm helfen und arbeiten und dort trifft sie dann aber jemanden, der letzte Nacht ihren strahlenden Ritter spielen wollte, aber ja, zudem kümmern sie sich dann eben um verstoßene Hunde und ich finde das total spannend, dass dieses Thema mal so ein bisschen aufgegriffen wird. Es ist ein sehr ernstes Thema. Und ich glaube aber, so wie es auch Becky erzählt hat, ist es dann trotzdem locker und leicht und wir haben eine schöne Liebesgeschichte und es ist genau so ein Thema, was mich einfach anspricht, in welchem Umfeld auch so eine Liebesgeschichte für mich gut funktionieren könnte und ganz bewusst dann eben auch das Hörbuch gewählt, weil ich glaube, ja, das macht auf jeden Fall für mich mehr Sinn, so ein leichteres Genre für mich dann auch zu hören. Auch das nächste Buch ist ein Hörbuch und zwar Tinte und Knochen, die magische Bibliothek von Rachel Kane, wird gesprochen von Martin Bross und wurde mir als Rezensionsexemplar auch zur Verfügung gestellt. Wir sind hier ein bisschen historisch, fantasymäßig unterwegs und es geht eben auch um eine Bibliothek bzw. um Bibliothekare, die einflussreiche Männer und Frauen sind, die über das Wissen der Menschheit herrschen und es gibt in dieser Welt keinen privaten Besitz von Büchern, sondern es spielt sich eben alles in diesen Bibliotheken ab und es gibt aber Chess, der die Bücher auf einem Schwarzmarkt verkauft und sein Leben verändert sich dann, als sein Vater ihn als Spion in den Orden der Bibliothekare einschleust und so reist er dann auch nach Alexandria, da spielt die Geschichte, um dann eben auch die Großmeister der Bibliothek kennenzulernen und merkt dann, wie wertvoll so ein einzelnes Buch sein kann.
Ich bin ein großer Ägypten-Fan. Ich mag das Historische hinter der Bibliothek von Alexandria. Ich finde diese Idee interessant, dass es keine Bücher mehr im Privatbesitz gibt. Also es könnte durchaus auch etwas Dystopisches haben. Und da freue ich mich ja wirklich sehr drauf und bin da mega, mega gespannt. Und mich hat auch einfach dieses Cover angesprochen, dieser Klappentext. Und ich bin halt ein Fantasy-Mädchen und das klingt für mich auf jeden Fall danach. Dann gibt es ein neues Buch von Blake Crouch und zwar Upgrade. Und das ist ja der Autor der Wayward Pines Trilogie, die ich sehr gefeiert habe. Auch von Dark Matter, was ich auch richtig gut fand. Und das Buch ist gesprochen von Niels Nelson. Ich kann meine eigene Schrift gerade nicht mehr lesen. Ich blende es euch ja ein. Dementsprechend könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe gar nicht so viel zu diesem Buch gelesen. Es ist natürlich wieder ein spannender Thriller, es gibt halt so Autoren, da liest man ohne groß was zu lesen. Es geht hier aber um eine unbekannte Substanz und deren Berührung und was es eben für Folgen danach gibt, die man anfänglich gar nicht erkennt. Doch dann gibt es eben doch Veränderungen und wir begleiten hier eben Logan, der auf einmal merkt, dass seine Sinne zum Beispiel geschärfter sind und der dann eben merkt, es hat irgendwas mit seiner Vergangenheit zu tun und dass es ein schreckliches Familiengeheimnis gibt, doch er merkt recht schnell, dass das wirklich die ganze Weltbevölkerung betrifft und dass gegebenenfalls 90% davon dann auch sterben könnten. Und das klingt schon wieder nach so einem Science-Fiction-Thriller, der sich wahrscheinlich so anfühlen soll, als wären wir weit davon entfernt, aber es gar nicht so unrealistisch tatsächlich ist. Ja, ich bin sehr gespannt, sehr neugierig und freue mich auf Upgrade. Ja, direkt das nächste Hörbuch ist dann Der Eisbär und die Hoffnung auf Morgen von John Ironmonger. Ist gesprochen von Johann von Bülow, dem seine Stimme ich auch gerne lausche. Es ist das dritte Buch des Autoren. Es gab ja das mit dem Wal. Ich habe letztens das mit dem Dugong gelesen, also jetzt auch erst im Mai. Und jetzt haben wir eben einen Eisbären. Und wir sind hier in einem gemütlichen Pub eines winzigen Fischerdorfes in Cornwall unterwegs und begleiten jemanden am Mittsommerabend zu einer folgenreichen Zukunftswette zwischen einem Studenten und einem Politiker. Und es ist natürlich die Frage, was wird in den nächsten 50 Jahren sein? Wird die Welt vom Meer verschlungen sein? Und er erzählt hier wieder eine Geschichte von der dringendsten Aufgabe unserer Zeit und wir begleiten ihn hier eben auch auf eine Reise in die Arktis. Viel mehr möchte und muss ich gar nicht wissen. Ich weiß, wie eindrücklich John Ironmonger spricht. Das mit dem Wal fand ich ja richtig, richtig toll. Den Dugong habe ich wegen so ein, zwei Kleinigkeiten ein bisschen einen Abzug gegeben und ich bin sehr gespannt, was wir mit der Hoffnung auf morgen, finde ich übrigens einen richtig schönen Titel, was er uns hier noch ein bisschen erzählt. Und das Schöne an John Ironmonger ist aber, dass er nicht immer so den erhobenen Zeigefinger hat, sondern in der Geschichte auch wirklich die Problematik für sich sprechen lässt und das gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Ein Buch, was ich jetzt auch im Mai gelesen habe, das neue Buch von TJ Klune, Die unerhörte Reise der Familie Lawson. Ein Buch, auf das ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe. Es wird auch in diesem Jahr noch ein weiteres Buch von TJ Klune geben, nämlich ich glaube im Oktober. Das hat dann so ein lilanes Cover und ich habe das jetzt auch im Mai direkt gelesen. Wir haben hier so ein bisschen die Thematik Hybriden, Roboter, aber auch Menschen und wie eben Menschsein, Familie sein funktioniert, ohne dass man eben der gleiche Maschinentyp sozusagen angehört und gleichzeitig dann eben auch die Rettung anfänglich passiert und wir hier eben auch einen Roboter haben, der gar nichts mehr weiß von seiner Vergangenheit und das habe ich gelesen. Meine Meinung dazu dann auf jeden Fall im Büchermonat. Ich war super gespannt und habe es auch wirklich relativ schnell dann verschlungen. Ein E-Book als Rezensionsexemplar ist eingezogen und zwar Magie und Milchschaum von Travis Bardry. Ich sollte deutlicher schreiben. Die Überschrift ist Schwert oder Kaffee, das ist hier die Frage. Und auch hier hat es jemand auf BookTube gezeigt und war total begeistert, hatte den englischen Band gelesen oder das englische Buch und hat es jetzt wirklich sehr angepriesen, dass es eben in Deutsch da ist. Und
Es klang so toll, es klang nach toller High Fantasy, eben einfach in diesem Café, das eben eine Rolle spielt. Und ja, wir haben hier auch eben unseren Protagonisten, der des Kämpfens müde geworden ist und sehr zum Unwillen ihrer Gefährten beschließt sie dann aber, das Schwert an den Nagel zu hängen und dafür ein Kaffeehaus zu eröffnen. Und so sitzt sie dann in der Hafenstadt und bald kommen dann auch Krieger, Zwerge und Wesen jeglicher Art. Unter anderem auch der böse Fee Fenos und hier haben wir dann eben auch Viv, die ja dazu eigentlich beauftragt wird, ein geheimnisvolles Artefakt zu stehlen und ja, dann steht das Kaffeehaus in Flammen und Viv ist im Grunde gezwungen, hier irgendwie zu reagieren. Es klingt nach einer sehr humorvollen High-Fantasy-Story, die hoffentlich so ein bisschen, ja, diesen feinen, ja, zynischen, ironischen Humor mitbringt, dunklen, trockenen Humor und das klang in den Rezensionen eben auch schon richtig gut, wenn man sich das im englischen Raum anschaut und von daher, ja, bin ich sehr gespannt und neugierig, was mich hier erwartet. Ein Buch, mit dem mich die liebe Tanja angefixt hat, denn sie hat es in einem Unpacking, ich glaube von ihrem eigenen Bücherwanderpaket herausgenommen und hat davon so cool erzählt, dass ich nachgeguckt habe und dachte, ja, das spricht mich auch ein. Und zwar der Shelly Bay Ladies Schwimmclub von Sophie Green habe ich dann ertauscht über Tauschticket. Und es das heißt hier so schön, es geht auf jeden Fall um Freundschaft, wie sie entstehen und wie man zu sich selbst stehen kann. Ihre Liebe zum Meer führt sie zusammen. Durch ihre Freundschaft meistern sie das Leben. Wir sind hier in Shelly Bay an der australischen Küste und die Liebe zum Schwimmen führt hier vier höchst unterschiedliche Frauen zueinander. Wir haben hier Theresa, die immer für andere da ist. Wir haben die Witwe Marie, die im Meer eben Trost und Kraft sucht und auch findet. Dann haben wir die etwas schüchterne Liane, die ein traumatisches Erlebnis auf der Seele liegt und auch die Engländerin Elaine, die in ihrer neuen Heimat keine Wurzeln schlagen kann und eben Trost auch im Alkohol sucht. Und diese Freundschaft wächst dann eben zusammen und es gibt Mut und Hoffnung und sie feiern dann eben auch die Momente des Glücks. Wie man sieht, zieht sich dieses Thema so ein bisschen durch. Und das klang so schön und so herzerwärmend und einfach toll, sodass ich mich da freue, dass ich das bei Tanja so gesehen habe. Und ich bin sehr gespannt, ob uns die Geschichte dann auch begeistern kann. Dann ist von Doreen Cunningham der Gesang in den Meeren bei mir eingezogen, habe ich auch über Tauschticket entdeckt. Ist ein relativ neues Buch, aber ich musste da einfach zugreifen und hatte zum Glück auch noch genügend Tickets. Wir haben hier das berührende Porträt einer bedrohten Welt und eine bewegende Geschichte über Liebe und Mutterschaft. Und ja, wir sind hier eben mit den Walen unterwegs beziehungsweise sind wir, glaube ich, sogar der Wal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben dem Meer gelauscht. Dieses Buch ist das, was ich gehört habe. Und wir begleiten hier ja, Wale von den Lagunen in Baja California bis zu den Gletschern des Nordpolarmeers. Sie legen hier, also Grauwalmütter mit ihren Kälbern legen jährlich Tausende von Meilen im Grunde zurück, was eben auch einfach mit dem Klimawandel und dem erwärmenden Pazifik zu tun hat. Und es ist die längste Wanderung eines Säugetiers auf unserem Planeten. Und die Autorin, selbst alleinerziehende Mutter, folgt den Walen auf dieser gefährlichen Reise zusammen mit ihrem zweijährigen Sohn Max in Bussen, Zügen und auf Schiffen und ist da auch auf sich allein gestellt. Und Plan dazu trifft sie dann eben, als sie in einem Haus, in einem Heim für obdachlose Mütter unterwegs war. Und ich bin sehr gespannt über diese dokumentarische Geschichte, die ja wirklich passiert ist. Und ich freue mich da etwas über Wale zu erfahren und natürlich auch, wie sie hoffentlich ja dadurch auch einen Blick nach vorne gewinnen kann. Und ich bin ja ein totaler Wasserfreund. Ich liebe es, im Meer unterwegs zu sein. Und ja, Wale muss ich auch unbedingt mal noch in meinem Leben sehen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr neugierig. Dann waren wir in Nürnberg bei einem Booktuber-Treff unterwegs und ich habe euch in meinem Blog, ich verlinke ihn mal unten in der Infobox, habe ich zwei Bücher. Nein, ein Buch im Grunde gekauft, das andere ist ja so ein True Crime-Rätselbuch, das jetzt nicht für mich auf den Sub gehört, aber ich habe euch schon Wenn die Dunkelheit endet von Constance Sayers gezeigt, als Mängelexemplar für 5 Euro. Hier geht es um eine magische Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Es soll ein wunderbar mitreißender Roman sein und es soll auch eine zauberhafte und berührende Liebesgeschichte geben. Und wir sind hier in Frankreich des 19. Jahrhunderts. Und die junge Juliette, unsterblich, verliebt sich in den verheirateten Maler. Und ja, als dann die Mutter von ihr davon erfährt, belegt sie ihn mit einem Fluch. Doch dabei macht die Mutter einen fatalen Fehler, denn versehentlich bindet sie Juliettes Seele an die des Malers und verdammt ihre Tochter dazu, diese unglückliche Liebe wieder und wieder zu durchleben. Und es erinnert mich so ein bisschen
bisschen von der Stimmung an Eddie LaRue und ich bin sehr gespannt, was es mit dieser scheinbaren Ewigkeit auf sich hat, diesen immer wieder finden, diesen immer wieder suchen und ja, ich hatte das immer wieder auf der Wunschliste und jetzt habe ich es für 5 Euro dann auch einfach mal mitgenommen. Auf dem Booktuber-Treffen hat die liebe Leo uns eine Empfehlung gegeben, Mr. Wrong Number von Lynn Painter, hat das dann auch in dem Highlight-Part sozusagen in meinem Blog mit erwähnt, dass sie es sehr lustig fand und ganz schnell hat sich ein Trupp gefunden von Tanja, Paula, Aaron und mir und wir haben gesagt, so, ja, zu dem Buch greifen wir. Ich glaube, Aaron hat es direkt auch gekauft, ich habe es mir dann zu Hause als Hörbuch geholt und gesprochen wird es von Anna Amalie Blumever und Julian... Namen kann ich nicht lesen. Also wir haben 2 Sprecher, weiblicher und männlicher Part und es ist eine Enemies to Lovers Liebesgeschichte, witzig, sexy, unwiderstehlich. Jetzt bin ich nicht ganz der größte Freund von diesem wir hassen uns und dann lieben wir uns, aber wenn es gut erzählt ist und es soll wohl sehr humorvoll laut Leo sein, dann bin ich natürlich sehr, sehr gespannt. Wir treffen auf Olivia, die schon immer ein Pechvogel war und dann verbrennt sie auch noch die Liebesbriefe ihres Ex-Freundes und dann trifft sie aber auf seinen besten Freund Colin. Ich glaube, so war's. Und ja, der ist aber der damalige Freund von ihrem Bruder, wo sie irgendwie unterkommt, wenn ich mich recht erinnere. Und Colin ist inzwischen ein erfolgreicher Geschäftsmann, sehr arrogant, ja, aber er sieht wohl doch relativ gut aus. Und dann gibt es eben sexy Nachrichten von Mr. Wrong Number und die lassen ihr dann auch die Knie weich werden. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichte so ein bisschen erzählt wird. Ich finde es immer schwierig, wenn man jemand im wahren Leben irgendwie unsympathisch findet und so denkt man, also wenn beide so ihre Rollen spielen, die sie dann aber fallen lassen, wenn sie in den unbekannten, ja, ich sag jetzt mal hier Telefonaustausch gehen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil welche Rolle ist denn dann die verstellte Rolle? Aber es kann eben durchaus gut funktionieren, wenn sie sich im wahren Leben nicht zu sehr hassen. Dann funktioniert es bei mir auch immer relativ gut. Ja, das letzte Buch, was jetzt relativ spontan bei mir eingezogen ist, ich habe das nämlich bei einem Weltwach-Podcast, habe ich von Andrea David gehört und habe die Folge, der habe ich sehr interessiert gelauscht. Und zwar Szene für Szene die Welt entdecken mit der bekanntesten Filmtouristin auf Reisen. Und die Autorin nimmt uns hier eben mit an verschiedenste Orte, erzählt uns auch ihre Geschichte, wie sie dazu kommt und macht dann eben unter anderem eben auch Fotos aus diesen Filmszenen, wo sie dann unterwegs ist. Und das finde ich richtig, richtig spannend. Also wir sind ja an den verschiedensten Drehorten, zum Beispiel hier auch bei Harry Potter, was natürlich, ich glaube, jeden Potterhead, den zieht es irgendwann mal an die Drehorte. Wir haben Outlander, wir sind in Berlin an den verschiedensten Orten, wir sind in Irland, wir sind auf Island, ja, Vancouver Island, ja, ich bin da sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Ich fand sie im Weltwach-Podcast super sympathisch und ja, habe dann dankenswerterweise auch das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Da freue ich mich wirklich sehr aufs Entdecken. Und das waren sie jetzt, die 15 ganz neuen Bücher, zum Teil schon gelesen, wobei ich glaube, der Leseschnitt diesen Monat nicht ganz so gut aussieht. Das liegt auch daran, dass ich jetzt Ende des Monats so ein bisschen kürzere Bücher, dünnere Bücher wieder lese, damit ich, ja, das ist die Challenge und sie funktioniert tatsächlich überraschend gut. Also ja, ich finde, manchmal macht so eine Leseliste vielleicht dann doch irgendwie Sinn. Ja, das Buch, was nicht auf dem Sub landet, weil ich es mir nur als Hörbuch geholt habe, das echte Buch steht hier im King-Regal, ist The Stand von Stephen King. Ich habe vor, dieses Buch in diesem Jahr irgendwann zu hören. Und ich habe bei Audible gesehen, dass es das Buch, also das Hörbuch für 2-in-1 gibt, also im Grunde nur einen halben Gutschein, habe noch ein anderes Buch dazu gepackt. Ich weiß gar nicht, welches es war. War es das von Kira Groh? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ja, habe mir dann im Grunde das auch gegönnt. Es hat, keine Ahnung, fast 60 Stunden. Aber ich freue mich darauf, das Buch auf diese Art und Weise zu entdecken und bin, glaube ich, schon motivierter, es zu hören, als es wahrscheinlich tatsächlich zu lesen, weil es ist ja wirklich ein totaler Klopper und ich bin da sehr gespannt. Und das Buch ist eingezogen, aber nicht auf dem Sub gelandet, weil da liegt es ja im Grunde schon. Ja, jetzt liegt es da doppelt. Zählt? Müsste man es doppelt zählen? Nein, ich glaube nicht. Ja, das waren sie jetzt, meine Neuzugänge aus dem Mai. Doch eine ganze Menge, viele Bücher, die ich nach wie vor super spannend finde, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich sehr happy bin, dass sie bei mir eingezogen sind und ich glaube auch, dass da jetzt dann im Urlaub, der dann Mitte Juni beginnt, da auch das ein oder andere Buch auf jeden Fall dran ist. Ich freue mich auch auf die Bücher, die zusammen mit anderen gelesen werden und
Bin da schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne, welches Buch bei euch eingezogen ist, auf was ihr euch jetzt vielleicht auch durch den Mai besonders freut. Lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.